Ja, läuft. Läuft schon. Ja, wir sind jetzt hier in der Apokalypse, da gibt's keine Normen mehr. Da sag ich gefälligst, wo es lang geht. Sie verstanden. Hallo meine Einhörnchen. Cloverfield Lane kommt auf DVD raus und die haben mich gechallenged, wie im Film, aus einem Duschvorhang keinen ganzen Anzug, aber ein Kleid zu bauen. Und deswegen bauen wir heute tatsächlich aus diesem wunderschönen Fischvorhang und einer Rolle Gaffer und haushaltsüblicher Wäscheleine ein Kleid. Ich hätte gern die Fischis und die Korallen unten als Saumabschluss, deswegen kürze ich hier mal ein bisschen diesen Sand weg. Seht ihr, wie krass der gedruckt ist? Mir wird ein bisschen schlecht, wenn ich da lange rauf gucke. Genau, wir machen jetzt erstmal das Rockteil, also eine lange Bahn, ungefähr boah, so 2 Meter mal 60 cm. Dieses Video enthält Spoiler, tut mir leid. Aber sonst kann man ja nicht drüber reden, so richtig. Und wenn man über den Film redet, spoilert man einfach alles. Weil es nichts gibt, was nicht spoilermäßig an dem Film ist. Also wenn ihr ihn noch nicht gesehen habt, dann macht den Ton leise. Aber ich finde, wenn die DVD draußen ist, dann darf man auch mal drüber reden. So satisfying, wenn die Schere da so einfach durchgleitet und man gar nicht schneiden muss. Dafür schneidest du im Schnittprogramm. Das ist jetzt schon witzig. Ich hätte ehrlich gesagt gerne in echt so einen Fischraum. Mit so einem nicen Unterwassermuster. Das ist eigentlich ziemlich cool. Es erinnert mich auch ein bisschen wie so diese Assi-Folie, die du hinter Aquarien klebst. Weil du irgendwie zu Assi bist, um deinen Fischen echte Korallen und Steine zu kaufen. Und dann klebst du es einfach dahinter. Ich dachte mir, hinten machen wir eine Schnürung mit der Wäscheleine, weil da hinten sind diese Nupsis zum Aufhängen von dem Duschvorhang. Das ist so seltsam, wenn man darüber redet, obwohl man ein Kleid draus macht. Aber ey, wenn die Apokalypse da ist, dann bist du froh über alles, was du hast. Im Anschluss gibt es dann die Apokalypse. Apokalypse. Ja, könnten wir bitte eine Apokalypse starten, damit ich endlich 100.000 Abos voll habe? Ich habe kein Special vorbereitet, aber ich würde trotzdem gerne die Zahl sehen. Heute ist es nicht die Nahtzugabe, heute ist es die Gafferzugabe. Eigentlich ist es total praktisch, Klamotten aus Duschvorhängen zu haben, weil wenn du zum Beispiel auf einem Festival bist und es fängt an zu regnen, ist es scheißegal und alle wollen dann unter deinen Rock, weil es wie ein Regenschirm ist. Oder Leute kotzen dich aus Versehen an, dann kannst du es einfach wegwischen und weitermachen. Ich sollte in Produktion gehen. Zwei Teile. Die Fischis, ey, wie gut das ist. Wie nice es wäre, wenn es ein Bildschirm wäre und die Fische würden sich bewegen auf dem Kleid. Oh. Das amüsiert mich irgendwie sehr mit den Fischen. Macht mir auch ein bisschen Spaß, wenn man dann mal wirklich vor eine Herausforderung gestellt wird und gesagt bekommt, ja, mach mal so und so. Kriegst du das hin? Und ich so, natürlich, krieg das alles hin. Alle Teile zugeschnitten, dann nehmen wir uns jetzt das Rockteil wieder und legen da mal die Falten so, dass es komplett an die Taille passt. Lissa. Ja. Wann kommen wir wieder an die Oberfläche? Nie. Das heißt, ich bin auf ewig mit dir hier gefangen? Ja, oben rennen ganz viele böse Zombies rum, deswegen musst du mit mir und meinem Säurefass für immer Scrabble spielen. Okay. Wir haben ungefähr einen Taillenumfang von 64, 65 heißt, wir müssen jetzt mit der Faltenlegung auf 65 cm kommen. Da gibt es eine sehr komplizierte Art und Weise, das auszurechnen, oder ihr macht es so wie ich. Naja, am Ende kann man ja noch was abschneiden. Ich mache jetzt Kellerfalten, so nennt sich eine bestimmte Art von Falten, weil man hier einen Faltenboden hat. Dann klappt man eine Seite dahin, einfach rüber und die andere Seite auch.
Und dann hat man hier quasi einen Keller und deswegen heißen die Kellerpfeifen. Und die springen dann so schön auf. Ich mag das sehr gern. So wie unser Keller. So als, ja, quasi so, als wenn ihr mit einem gebrochenen Bein angekettet in einem Keller aufwacht. Das ist auch schön. Alle Kellerfalten sind gesteckt. Ich klebe das jetzt erstmal mit Gaffer alles zusammen, weil ich das hier alles nur mit Stecknadeln durchgeballert habe. Und das soll ja auch ein bisschen halten. Bitte nicht, bitte nicht. Nein, nein. Wer? Jemand schreibt in die Kommentare, wäre es nicht schlauer gewesen, die Stecknadel auf die andere Seite zu machen? Ja, vielleicht wäre es das. Jetzt ist aber zu spät. Lisa, wäre es nicht schlauer gewesen, die... Nein! Nein! Ich hab's geschafft. Da ist es. Wunderschön. Das kann schon mal an die Puppe. Wir müssen jetzt die Vorderteile zusammenkleben, einfach innen mit dem Gaffer, würde ich sagen. Und danach wird das ans Rockteil geklebt und dann können wir hinten noch die Schnürungsleiste rankleben und dann sind wir auch schon fertig. Brustrundung mit Gaffer, nicht ganz so einfach. Habt ihr euch eigentlich bei Cloverfield überlegt, was ihr gemacht hättet? Draußen sind verrückte Aliens, die ätzende Spucke auf euch rotzen und euch die ganze Zeit töten wollen und Apokalypsenstimmung, aber drin ist der verrückte Psycho, der irgendeine andere Olle gekillt hat. Ihr könnt ja mal unten in die Kommentare schreiben, was ihr gemacht hättet. Ich glaube, ich hätte einfach ihn getötet und hätte dann gechillt. Viele Bücher gelesen. Aber ich hätte auf jeden Fall auch gerne so ein nices Säurefass, wo ich einfach so Leute reinwerfe und dann sind sie weg. Komplett aufgelöst. Oh, geht doch. Teil ist fertig. Das werden wir jetzt an den Rock gaffern. Was ich schon mal mitnehmen kann aus dieser Sache heute, ist es besser, in der Apokalypse loszuziehen, jemanden zu töten, ihm das Kleid oder ihr das Kleid zu klauen, es anzuziehen, als sich eins aus einem Duschwagen zu basteln. Das ist jetzt die Duschvorhang-Aufhängung und die klebe ich jetzt hier mal hinten ans Rückenteil ran und dann kann das Ganze nämlich geschnürt werden. Ich habe ja versucht, mit einem durchgängigen Streifen diese Lasche hier festzukleben. Hat nicht so gut geklappt, deswegen alle einzeln. Dann nehmen wir unsere Wäscheleine. Von 10 würde ich sagen. Hat auf jeden Fall irgendwie funktioniert. Also ich finde nach wie vor den Rock richtig nice. Die Schnürung hinten, weil die doofe Wäscheleine so steif war, hat nicht so richtig gut geklappt. Aber naja, man macht zwei Schleifchen dran und man will es sofort anziehen. Jetzt wisst ihr wenigstens, was ihr mit euren alten ausrangierten Duschvorhängen machen könnt. Ja. Bastelt euch doch auch mal so ein nices Kleid für eine Alien-Invasion oder wenn ihr ins Schwimmbad geht. Das braucht jeder auf jeden Fall. Ja, ich hoffe, ihr hattet Spaß. Hier oben geht's zu anderen Videos und wir sehen uns dann im nächsten. Und vergesst nicht zu abonnieren, denn jedes Einhorn bekommt seine Flügel dadurch. Tschüss!